Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Something about the way you dress me. Hey und willkommen zu einem neuen Vlog. Achtet bitte nicht darauf, wie ich aussehe. Ich sehe noch total katastrophal aus. Wir sind gerade eben, ja okay, nicht gerade eben, aber vor circa anderthalb Stunden ist aufgestanden und haben ganz gemütlich den Samstag begonnen. Wir haben eben gefrühstückt. Ja, hier im Wohnzimmer, wie man sieht, sieht es ein bisschen anders aus. Es ist super leer. Hier steht noch Müll. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach so ein kleines bisschen dabei mit. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir renovieren werden. Und wir haben schon ein bisschen angefangen, jetzt am Wochenende hier vorzuarbeiten, bis Jakobs Papa in ein paar Tagen kommt, damit wir dann direkt loslegen können. Denn zum Beispiel so ein Regal abhängen oder Deko wegräumen, das können wir ja auch alleine. Da kommt Jakob gerade rein, der war kurz im Keller und hat einen Karton geholt, wo Sachen drin sind zum Streichen, also so Klamotten, die wir fürs Streichen benutzen können. Und da sind auch Kostüme drin und von Karneval, die Kostüme liegen immer noch hier. Und die können wir dann mal verstauen. Hello. Hallo. Hier ist es schon teilweise echt leer geworden. Das Regal da oben ist schon leer. Die Dekosachen muss ich noch wegräumen. Hier ist alles leer und da ist auch schon alles leer. Wir haben schon alles von den Wänden praktisch abgehangen und einen großen Teil schon weggeräumt. Das ist alles im Ankleidezimmer. Und das hier ist noch alles Müll. Ich habe zum Beispiel da an der Wand die Bordüre, diese selbstklebende, die da dran war, abgemacht. Aber wir müssen noch so ein kleines bisschen den Rest abmachen. Selbstklebende Bordüre ist wirklich nicht einfach abzumachen. Klebt euch sowas am besten einfach nicht an die Tapete dran, beziehungsweise an die Wand dran. Die Regale werden wir auch abmachen, weil wir werden ja dann hier streichen. Und dann ist es am besten, wenn alles so weit weg ist. Ich hatte bei Instagram schon erzählt, dass ich unsere Couch repariert habe. Dass ich jedenfalls dabei bin. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt oder erzählt habe. Auf der linken Seite war hinten komplett ein großes Loch, also so eine richtige Kuhle. Da ist ein Bett durchgebrochen. Und mir hatte schon jemand bei Instagram geschrieben, dass wenn ich nochmal so eine private Edition von Fragerunde mache, dass bestimmt jeder fragt, wie bei uns beiden das Bett durchgebrochen ist. Ich muss euch leider enttäuschen. Es ist nichts Perverses. Sorry. Wir haben uns da einfach draufgestellt. Ich weiß nicht mehr, ob es bei mir oder bei Jakob passiert ist. Wir wissen es wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir uns auf die Couch gestellt, um oben am Regal was zu machen. Und das ist bei den Weihnachtssachen ist auch schon passiert. Mir macht sowas nichts aus. Ich mache das gerne. Und da wir uns noch nicht für eine neue Couch entschieden haben und auch noch nicht wissen, wann wir uns eine holen, wir wollen jetzt erstmal die Renovierung hinter uns bringen. Habe ich gesagt, damit man sich wenigstens normal hinsetzen kann, damit da noch jemand schlafen kann und so, haben wir es jetzt repariert und ich muss dann heute Abend einfach den Stoff wieder zusammennähen und fertig ist die Sache. Wie gesagt, ich sehe noch aus wie der Tod. Ich habe noch meine Chill-Klamotten, ich habe mich wenigstens schon umgezogen, also ich habe nicht mehr meine Schlafklamotten an und habe meine Jacke drüber gezogen, weil wir nämlich am Lüften sind und es eben ein bisschen kühl war, wenn man hier gesessen hat. Boah, das grüne T-Shirt habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Das hattest du früher voll gerne an. Jetzt können wir wenigstens die Sachen, die wir immer all die Jahre zurückgelegt haben, fürs Streichen. Da hat mir letztens bei Instagram auch eine ein Bild geschickt. Ich musste so lachen. Jetzt können wir die wenigstens mal benutzen. Ich glaube, das ist auch noch ein T-Shirt von dir. Oh, das T-Shirt habe ich voll geliebt. Das habe ich dann irgendwann mal zum Streichen angezogen in der ersten Wohnung. Und das habe ich noch. Ich schätze mal, ich ziehe am besten das hier an. Hier ist das Top. Ich habe das überall gesucht. Weil das kann man nämlich immer perfekt zum Haare färben benutzen. Eine kurze, das als eine Bein länger als das andere. Warum? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich hätte, du ziehst die an, ne? Das ist auch so ein Leo-Muster. Die habe ich früher total geliebt. Ich liebe ja generell diese Leggings mit so Muster. Und dann habe ich die zum Streichen angezogen. Ich weiß gar nicht, warum ich so blöd war und das gemacht habe. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall unsere Streichoutfits. Bei den beiden T-Shirts werde ich jetzt noch mal kurz anprobieren, welches mir davon noch passt, weil die sind ja schon super alt, die Sachen. Und da würde ich sagen, geben wir uns dann gleich mal direkt dran. Ich habe heute auch ein bisschen was vor zum Vorbereiten. Und dann würde ich sagen, wünsche mir euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Wie man sieht, sind wir hier im Flur schon ein Stück weiter gekommen. Ich habe jetzt dieses Stück der Wand dunkelblau gemacht. Ich hatte mir bei T-Docs diese zwei Farben geholt, die hatte ich euch schon mal gezeigt. Einfach so ein Schwarz und das hier ist einfach so ein Türkis. Und das habe ich einfach so lange gemischt, bis mir die Farbe gepasst hat. Also ungefähr eine Flasche hier von der türkisen Farbe und ungefähr die Hälfte
von der schwarzen. Und da ist dann dieses schöne Dunkelblau rausgekommen. Ich habe am Anfang gedacht, das Schwarz kommt viel mehr durch und das Blau gar nicht. Aber umso mehr es trocknet, umso mehr sieht man auch, dass es halt dunkelblau ist. Und ich finde es richtig schön. Ich habe mir gedacht, bevor wir die Wand hier ganz machen, mache ich doch lieber nur ungefähr so ein bisschen mehr als die Hälfte, da der Flur ja nicht so groß ist und wir wollen den ja auch nicht super krass verkleinern, sodass der halt richtig eng und klein aussieht. Also habe ich es so gemacht. Ich finde es ganz schön. Da kommen ja dann auch wieder die Spiegel hin und ein bisschen Deko und dann sieht das auch wieder ganz anders aus. Ich finde es auf jeden Fall richtig schön und ich habe auch so einen kleinen Rand abgeklebt. Das heißt, so einen kleinen Rand da unten und an den Seiten werde ich haben, was ich richtig schön finde. Hier liegt jetzt noch der Teppich und so ein paar Sachen. Jakob hat da hinten nochmal so ein Stück Tapete abgemacht. Das werden wir nachher auch noch machen. Und hier stehen auch die Spiegel. Ich in meinem sexy Streichoutfit. Und ja, aber so ist besser, als wenn man andere Sachen dann wieder dreckig macht. Oh, ich bin echt verliebt. Das sieht so schön aus. Ich glaube, wenn die Spiegel und die Deko dann da hängt und wir das so ein bisschen fresh machen, dann sieht das auf jeden Fall wieder schöner aus. Ich werde mich aber jetzt auf jeden Fall erstmal ans Video geben und erstmal das Video schneiden, damit das nachher online geht. Und ja, danach machen wir uns, denke ich mal, an die Tapete hier im Schlafzimmer. Jakob ist jetzt noch in der Küche, der spült noch ein bisschen und macht da noch ein bisschen klar Schiff. Und dann kommen wir eigentlich recht gut voran, würde ich sagen. Was machst du hier schon wieder? Ich mache Kreppband ab. Ja, sieht kann man ich kaum. Bis morgen warten. Wir sehen. Aber hier schlecht ausgeführt, du, ey. Das ist nicht meine Schuld, das ist das Kreppband. Nee. Das ist auf den Türrahmen angemalt, oder? Ja, ich mache das aber morgen weg. Ich muss dieses Weiße, was wir mal beim Einzug gemacht haben hier, auch mal abmachen. Mit Nagellackentferner. Damit habe ich heute den Lichtschalter auch ausnahmsweise mal sauber gekriegt. Du hast die Leiste angemalt. Ja, ich weiß, was ich angemalt habe. Ich wollte sie doch nur mal sagen. Doch, ich weiß das schon. Das hast du aber ganz toll gemacht. Das sieht richtig cool aus. Mhm. Es ist ein bisschen dunkler geworden als jetzt in meiner Vorstellung. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass das irgendwas hat. Ich weiß auch nicht. Die Farbe, als ich die so angemischt habe, ich weiß nicht, irgendwie, ich finde es richtig cool. Mhm. Oder was sagst du? Ja. Richtig cool, auch mit dem Rand und so. Nur um zu gucken, aber wir müssen sowieso die dann nochmal abhängen. Ja, aber das ist ungewohnt, wenn die dann nicht hängen. Ja, das stimmt. Ja, diese Spiegel aufhängen ist echt eine Kunst für sich. Hello! Voll geil. Das sieht echt gut aus. Also, wir sind natürlich jetzt nicht die Ersten, die einen dunklen Flur haben und eine dunkelblaue Wand. Aber normalerweise so ist ja grau, weiß, braun, ist so halt das Typische. Und oft einfach in Gedanken denkt man gar nicht an so eine andere Farbe. Und ich fand das jetzt irgendwie so schön. Ich hatte ja erzählt, dass ich das bei Pinterest gesehen habe. Und ich dachte mir, ich muss das jetzt einfach ausprobieren. Und dann mal schauen. Vielleicht darüber wollte ich diese eine weiße Leiste haben, die wir schon seit Monaten überall aufhängen wollen von Ikea, die du so magst. Und da vielleicht dann so Bilder oder vielleicht auch ein Blümchen drauf. Und hier das, also hier die Ecke wollen wir auch so ein bisschen verändern, weil die Schränke sollen ja irgendwann mal weg. Und der Schuhschrank wird auf jeden Fall bleiben, aber davon werden wir uns entweder so ein oder den mit drei Dingern dann kaufen, weil den gibt es ja auch noch mit drei Dingern. Wir haben so viele Schuhe, auch wenn man ausmistet, aber irgendwie fliegen die dann immer da unten noch rum und das ist total doof. Ja, die Garderobe muss irgendwann mal weg, die wackelt auch von oben bis unten. Die war ja bei den Schränken dabei. Ich hätte da gerne auch irgendwie so ein bisschen was aus Holz, vielleicht machen wir da auch irgendwas selber. Da fällt uns auf jeden Fall was Cooles ein, denke ich mal. Vielleicht fange ich dann hier schon mal an mit dem Grau. Ja, bei dem Kamin. Weil du immer sagtest, die Ecke, deswegen gehe ich ja davon aus, dass du die komplette Ecke meinst. Ja, nein. Ich hatte erst überlegt, also die Wand auf jeden Fall. So, dann die da hinten, wo jetzt die Tapete noch dran ist, auch. Und hier vorne habe ich auch gedacht. Oder ich habe überlegt, entweder nur die beiden und den Kamin weiß lassen, damit es nicht zu dunkel wird. Weil ich glaube, weil das ist ja schon so ein dicker Stempel praktisch. Wenn man den weiß lassen würde, dann hätte man halt noch ein bisschen größeren Raum, weil so groß ist das Schlafzimmer jetzt nicht. Irgendwie, ich weiß es nicht, erschlag mich bitte nicht für Leute, die jetzt denken, so, ich habe einen Knall.
Aber irgendwie, wenn ich jetzt so in den Flur komme, hat das irgendwas von Ikea. Skandinavien und so. Deswegen, ich habe das nämlich bei Pinterest eingegeben und da kam das halt mit diesem Dunkelblau. Und jetzt mit den Spiegeln. Ach, ich finde es einfach toll. Wir werden jetzt erstmal ins Bett verschwinden und werden dann morgen hier weitermachen. Also sehen wir uns morgen wieder. Für euch geht es jetzt sofort weiter. Wir haben jetzt den nächsten Tag und wir fangen jetzt wieder an, hier weiterzumachen. Bis gerade saß ich noch hinten, deswegen habe ich auch hier meine Teddy-Schneidejacke an, damit ich hinten in der kleinen Kältekammer überlebe. So schlimm ist es jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt wollte ich hier mal so langsam ein bisschen weitermachen, sodass wir vorankommen und alles nicht mehr so lange dauert. Und ich wollte hier auch die Sachen so ein bisschen verschieben, damit wir hier auch genug Platz haben zum Tapezieren. Ich warte aber noch auf den Jockel da hinten. Jockel! Komm her, Jockel! Jocki! Jocki! Komm, Jockel! Mhm. Ich weiß nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin, aber... Was ist nochmal ein Jockel? Weiß ich doch nicht. Jo, Dickerchen, setz dich nicht hier drauf, ich fall sonst um. Jui! Jui! Ja, okay, ist ja gut. Also der Jockel ist. Ja. Keine Ahnung, was ist. Ich brauche frische Luft oder so, keine Ahnung. Also Schatz, was ich mir überlegt habe, das hier ist auf jeden Fall nicht genug Platz. Also die Truhe muss ja sowieso auf jeden Fall weg. Ich habe mir gedacht, dass wir so lange das Bett drehen. Nee, dann kriegst du die Tür nicht mehr zu, dann musst du die auflassen, weil ich schieb das dann nicht wieder zurück. Sondern ich wollte das so hinstellen, dann kann das die nächsten zwei Tage, ja, ich lade den Akku gleich auf, die nächsten zwei Tage, drei Tage da stehen bleiben und fertig. Hätte ich gerne, du musst mir nur helfen, weil alleine schaffe ich das nicht. Ja, dann steht das trotzdem bis hier. Nee. Natürlich. Nein. Nee. Wetten wir, dass es am Ende genauso aussieht wie jetzt auch, nur dass nein. Es so steht. Nein. Nee, nee, das ist nicht so, das ist nicht so. Dann hat er meistens keine Lust, meine Ideen zu unterstützen. Ich dachte, du wärst mein Supporter und du unterstützt mich bei allem. Mach doch einfach, was ich sage. Das machst du doch eh immer. Ich schreibe dir doch sowieso alles vor, was du tun musst. Du hast keine eigene Meinung. Komm, ich muss ab und zu den Witz bringen. Wenn mir das schon unterstellt wird, dann muss ich das ja auch machen, oder? Aua! Entschuldigung, dein Gesicht ist einfach so süß. So süß! So ist es mit mir verheiratet zu sein. Ey, du hast mir einen Antrag gemacht. Du wolltest das. Also du kommst ja nie wieder raus. Du musst mir helfen. Oh, ich hab keinen Bock, ey. Seht ihr, hat es zugegeben. Ja, Momentchen, reg dich doch mal ab. Du musst, also wir müssen erst die Nachttische, die stellen wir hinten ins Büro, weil die stören ja dann hier. Sammelt sich echt viel Staub auf seinem komischen Bett, ey. Okay, also das funktioniert nicht so gut, wie ich dachte. Schatz? Ach, der ist pinkeln. Hat doch gesagt, dass ich pipi muss. So, warte, nee. Irra. Ja, ich irre. Ja, du hast die Fußleiste fast kaputt gemacht. Ja, du musst von da auch darüber drücken. Weil ja, aber du musst, sonst geht hier nicht. Ja. Ich habe die Fußleiste jetzt in Sicherheit gebracht. Au! Das war mein Fuß. Nee, du musst noch weiter. Ja. Nee, von hier. Von hier. Ja, von hier? Warum ist das? Nee, nach vorne einfach nur. Nach vorne! Da geht aber nicht! Doch! Nee, siehst du doch, das ist schon an der Ecke! Ja, das wollte ich doch gerade machen! Ja! Mit dem Möbel umstellen ist so anstrengend! Ich wollte nein, doch das so geht machen! Nicht. Meine Güte! Es ist so anstrengend mit dir! Nach vorne ist für mich nach vorne! Also da! Nee, da! Ja, mach noch! Ich geh da hin und will das da rüber schieben? Nee, nach vorne! Dieses Bett ist viel schwerer als unser altes. Au! Aui! Das war mein Fuß! Siehst du, hier ist jetzt kein mehr Platz? Nee. Wohl, guck! Nee. Geh weg!
wegzuschmeißen. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Geh weg. Hallo, lass das. Geh bitte runter. Ich will auch nicht runtergehen. Ich will hier oben bleiben. Ich kann die Matratzen wenigstens nicht mehr verschieben. Also deine schon, meine nicht. Hä, wieso mal eine? Ich schlaf innen. Ja, okay. Ja, okay. Können wir machen. Ich schlaf und dann, ja, ich weiß nicht, aber ich schlaf nicht gern außen. Wenn mal jemand einbricht, dann schläfst du außen und dann kannst du mich beschützen. Ja, du kannst dich doch schlafen. Ey, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir lassen das nicht so stehen. Das sieht behämmert aus. Ja gut, vielleicht müsste man das ein Stückchen mehr in die Mitte machen, so, ne? Aber... Ja, den Scheiß hatten wir doch schon mal. Das ist kein Scheiß! Cool. Kannst du jetzt aufhören, meine Ideen schlecht zu machen? Ich finde das nicht okay! Schon kommen, dass er am Ende hier so stehen bleibt, ey. Jetzt habe ich wegen dir die Folge verpasst, wie die in der Antike. Ja, und du sitzt mit deinem dicken Hintern auf der Bettwäsche. Das war voll interessant. Ja. Ist so, dass die alten Ägypter schon Bier getrunken haben? Das interessiert mich überhaupt nicht, danke. Das war wie flüssiges Brot. Toll. Super. Ganz klasse. Ja, fand ich sehr interessant. Das freut mich zutiefst. You were tall, I looked up. From where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line, won't forget. So is it true, no one's taking you yet? I remember people, staring as we stepped outside. They had only one goal, give me all for your mind. I was no good, they said. You could do much better, but you gave them one little finger and the door shut. Cause I know we are real as can be. Although we stick to each other, we're free. We still dream of what we could be. You still amaze me. Wenn man so guckt, sieht das jetzt irgendwie aus, als hätten wir hier so einen richtig krassen Rohbau. Ehrlich, ey. Auf jeden Fall ist die Tapete jetzt ab. Wir haben auch die Fußleisten abbekommen. Ging einfacher, als wir gedacht haben. Zum Glück. Die komischen Teile, wo man die Fußleisten einhackt, die haben wir jetzt dran gelassen. Ich denke nicht, dass das ein Problem sein wird. Und ja, dann haben wir jetzt noch alles sauber gemacht. So sieht die Wand jetzt auf jeden Fall aus. Also darunter war zum Glück keine andere Tapete. Da war jetzt nur der Putz. Aber ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Aber hier überall, das sind so zugemachte Löcher. Und wenn man hier so guckt, das ist hier irgendwie überall. Also keine Ahnung, was die Leute hier vorher gemacht haben. Aber hier wurden sehr, sehr, wirklich sehr, sehr viele Löcher zugespachtelt. Ja gut, das Bett steht jetzt hier. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt mehr Platz. Die Truhe und der Hocker, die stehen jetzt da. Das stört dann auch keinen. Und wenn ich dann hier die Wand grau mache, werde ich das einfach so lange rüberstellen. Und ja... Bin mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn wir dann die weiße Tapete haben und die Wand dann grau ist. Endlich sieht es dann harmonisch aus, würde ich mal so sagen. Wir haben jetzt schon wieder ein paar Tage später und ich führe diesen Vlog immer noch weiter. Ich dachte mir, wir machen so einen richtig coolen, großen Renovierungsvlog.
Es hat sich schon wieder ein bisschen was getan. Seit gestern ist Jakobs Papa bei uns zu Besuch und ja, hat uns jetzt schon mal so weit geholfen, hier ein bisschen zu streichen. Und er hat gerade eben das ganze Schlafzimmer tapeziert, also diese Ecke, die wir da halt tapezieren mussten. Er ist jetzt gerade draußen eine Runde spazieren, einfach so nach dem Arbeiten. Er hat gerade eben ein Stück Kuchen von mir bekommen. Jakob ist auf der Arbeit. Da hat die Arbeit zum Glück noch nicht zugemacht. Mal schauen. Ne? Die aktuelle Lage ist ja ein bisschen krisenmäßig, sage ich jetzt mal so. Aber er ist auf jeden Fall noch bis heute Mittag auf der Arbeit. Jakobs Papa ist ein bisschen spazieren. Ich habe bis gerade eben am Laptop gesessen, habe gerade mein zweites Video fertig und dachte mir, jetzt ist gerade eine ruhige Minute und der perfekte Zeitpunkt, um euch ein bisschen was zu zeigen. So sieht jetzt aktuell das Wohnzimmer aus. Ich finde, es ist absolut krass ungewohnt, denn sonst war hinten die Schräge ja braun, genauso wie diese Wand hier. Falls es ein bisschen fleckig aussieht, wundert euch nicht. Wir müssen da auf jeden Fall nochmal drüber gehen, denn dadurch, dass die Farbe so dunkel war und die Tapete so richtig krass strukturiert ist, ja, müssen wir da einfach nochmal drüber gehen. Deswegen, falls es ein bisschen fleckig ist, ne, nur als Hinweis. Diese Wand hier und auch diese Wand, wo der Fernseher steht, die sind schon fertig. Die habe ich gestern komplett alleine gestrichen. Ich habe es schon bei Instagram gepostet. Ich wollte das unbedingt machen. Ich habe mir meinen Hocker genommen und bin sogar bis ganz oben gekommen. Und ich wollte das unbedingt alleine schaffen, einfach damit ich sagen kann, ich habe das gemacht, weil ich es wollte. Und hier kann man es vielleicht ein bisschen erkennen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber das ist auf jeden Fall eine andere Farbe als das Weiß. Man sieht es nicht so krass. Wir haben es nämlich ein bisschen gemischt. Das ist diese Cappuccino-Farbe, die wir gekauft haben beim T-Dox. Und die haben wir mit weißer Farbe gemischt. Und ja, hier ist dann alles weiß. Ja, ich glaube, so erkennt man es. Ich wollte halt nicht mehr dieses Dunkle haben, sondern einfach so einen schönen Kontrast zu dem ganzen Braun in den Möbeln, das wir haben. Und uns ist aber aufgefallen, ich glaube, in der Kamera sieht man es auch, das ist ein bisschen so in die Richtung Altrosa geworden, also so ein bisschen beige-altrosa. Finden wir persönlich nicht schlimm. Jakob hat auch gesagt, ihm gefällt es und das ist die Hauptsache. Ich habe auf jeden Fall kein Rosa gewollt, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Da hinten das Stück am Fenster, an dem Dachfenster, haben wir auch neu tapeziert, denn da war die Tapete leider so alt und kaputt, dass wir das erneuern mussten. Und da ist jetzt auch weiße Farbe. Hier sieht es natürlich jetzt total leer aus. Es heilt auch ein bisschen, das tut mir leid. Ist natürlich jetzt hier so ein bisschen Baustelle. Als die Wand gestern getrocknet ist, haben wir die Kommode und den Fernseher hingestellt. Wir haben uns dann gestern Abend noch ein bisschen aufs Sofa gesetzt, was gegessen. Ich hatte gekocht. Hier steht noch der Tapeziertisch. Ja, im Flur hat sich nicht so viel getan. Das habt ihr ja schon gesehen. Jakob und sein Papa haben gestern den Flur noch mal weiß gestrichen. Da waren halt überall so ein paar Flecken. Und mit der Zeit ist klar, dass da halt ein kleines bisschen ja, Dreck, sage ich mal, an die Wände kommt. Je nachdem, was man mal gemacht hat. Und so sieht auf jeden Fall jetzt das Schlafzimmer aus. Ich muss sagen, mit dieser Farbe hatten wir diesmal leider ein bisschen Pech. Wir haben immer die Farbe von T-Dox und hier zum Beispiel an der Wand ist das damals perfekt geworden und das war zwei Anstriche. Also Jakob ist einmal komplett drüber gegangen und hat dann nur noch so ein paar Stellen, die fleckig aussahen, verbessert. Also praktisch anderthalb Anstriche, sage ich jetzt mal. Hier habe ich jetzt schon zwei Anstriche gemacht und man sieht, dass das immer noch fleckig ist und das ist komplett getrocknet schon. Da muss ich wahrscheinlich dann nochmal drüber gehen. Aber gut, ein bisschen Farbe habe ich noch und dann wird das wohl hoffentlich hinhauen. Und hier haben wir jetzt endlich neue Tapete. Ich bin so happy. Wundert euch nicht, man sieht den Farbunterschied. Diese Rauchfasertapete, die ist wohl irgendwie ein bisschen gräulich. Ist mir eigentlich beim Kaufen gar nicht aufgefallen. Aber jetzt sieht man es, das ist halt weiß gestrichen und das ist halt die neue Tapete und die ist ein bisschen gräulich. Das macht aber nichts, wir werden einfach bis morgen warten, dann ist die komplett durchgetrocknet und dann wird dann mit weißer Farbe drüber gestrichen, außer halt hier. Da werden wir nur den Rand streichen und hier kommt dann auch nochmal graue Farbe hin. Ich bin so froh, dass wir das jetzt schon alles hinbekommen haben und außer die kleine Fellwand hier ist wirklich alles super schön geworden. Wie gesagt, im Wohnzimmer müssen wir halt noch ein kleines bisschen weiß drüber streichen. Und sonst ist aber alles super schön geworden. Diese ganzen Flecken, die an den Wänden waren, wo man mal ja, mit dem Schuh dran gekommen ist oder weiß ich nicht, auch wenn man mit den Kissen irgendwie da dran kommt, ne, das gibt ja dann auch irgendwann Flecken. Sieht alles wirklich toll aus. Ich bin so glücklich. Ich weiß, ich habe das jetzt schon 30.000 Mal gesagt, aber
ja, ich finde es einfach toll. Ich glaube, an dieser Wand dort muss ich nochmal mit dieser Farbe, da haben wir zum Glück noch was von, die haben wir ja selber angemischt, nochmal drüber gehen, weil da noch so zwei, drei Stellen sind, wo ich dann mit der Rolle erstmal meinen Hocker holen muss und dann nochmal, das sieht man ein bisschen, aber das ist gar nicht schlimm. Die Wand hier ist wirklich perfekt geworden. Ich finde es so schön und es ist unglaublich, wie hell und groß dieses Wohnzimmer jetzt erscheint. Das macht so viel aus, dass diese Schräge jetzt weiß ist. So ein bisschen renovieren kann wirklich schon viel ausmachen. Und da fühlt man sich direkt viel, viel wohler. Wenn die ganze Deko dann hier ist und wenn man alles wieder so richtig schön hinstellt, dann sieht das, glaube ich, wirklich richtig, richtig toll aus. Und im Schlafzimmer ist auch schon richtig, richtig schön.